Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige dir heute, was in meinem Kamerarucksack für 2019 ist. Das neue Jahr 2019 hat begonnen, es sind schon einige Videos auf diesem Kanal erschienen. Und ja, ich habe seit dem letzten Jahr einiges Neues in meinem Kamerarucksack. Und diese Dinge möchte ich euch mal ein bisschen vorstellen und euch einfach mal zeigen, wie ich das Ganze hier so handhabe. Mit meinem Rucksack. Dieser Rucksack ist der PDA Fashion, 40 Euro auf Amazon ungefähr. Habe auch schon zwei Videos zu dem gemacht, das neueste seht ihr jetzt mal hier oben. Und ja, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr es euch mal gerne angucken. Wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Den Ton nehme ich gerade mit dem Ornamic 900B auf, damit ich mein anderes Tonequipment im Rucksack lassen kann, um es euch zu zeigen. Auf dem PC nehme ich halt den Ton auf. Und die Sachen, die sonst verwendet werden für das Video, ist meine Kamera, die Lumix FZ82. Die kommt dann hier in das Fach normalerweise. Und das steht ganz alles auf meinem Stativ von KMF Concept. Und das hängt meistens an der Seite vom Rucksack. Und hier habe ich noch ein kleines Lichtstativ mit LED-Panel, aber genau dasselbe LED-Panel zeige ich euch gleich nochmal. Gut, dann fangen wir jetzt mal mit dem Inhalt vom Rucksack an. Wir fangen ganz normal einfach hier oben mit der Tasche an. Wie beim letzten Video auch. Und das erste, was wir da drin finden, schon mal ein neuer Gegenstand, ist eine Unterwasserhülle für mein Handy. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ich habe ein Galaxy S9 und das ist ja eigentlich wasserdicht, aber ich gehe lieber nochmal auf Nummer sicher und benutze die hier und für Salz- und Chlorwasser ist das dann auch besser. Deswegen, ich lege einfach mal das Handy da weg, habe ich eine Unterwasserhülle für mein Handy. Davon habe ich zwei, aber im Rucksack ist halt nur gerade eine drin. Der nächste Gegenstand ist ein Netzteil mit USB auf Micro-USB-Kabel. Kann man eigentlich nie genug von im Rucksack haben, man muss immer irgendetwas laden, deswegen ist das sehr praktisch. Hier ein paar Popfilter für mein Lavalier-Mikrofon. Dann haben wir USB auf USB-C, das ist auch neu, das hatte ich noch letztes Jahr nicht, weil ich keine USB-C-Gegenstände hatte, die das brauchten. Irgendwie so eine leere Tasche für Mikrofasertücher. Ist aber irgendwie leer, wahrscheinlich ist das irgendwie rausgerutscht im Rucksack oder so, keine Ahnung. Das haben wir hier, nochmal USB auf USB. USB auf Micro-USB, genau. Und wir haben meine Powerbank, die auch letztes Mal dabei war, wieder voll. Ich glaube, die hat 2100 mAh, oder? 20.100 mAh hat die. Stimmt, 2100 wäre ein bisschen... Wäre ein bisschen wenig für die Größe. Was haben wir hier noch drin? Ich hole mal den ganzen Klimskrams auf einmal raus. Ah, stimmt. Meine ganzen SD-Kartenadapter habe ich da reingehauen, weil ich jetzt einen schnelleren habe und einfach nur noch einen brauche. Ein Mikrofasertuch und so ein kleiner Gurt für mein Osmo Pocket. Das heißt, dieses Fach müsste jetzt eigentlich leer sein. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier habe ich meinen. Komm raus. Hopp. Lens Pen. Einfach ein bisschen hier übers Objektiv drüber wuscheln. Und dann ist das Ganze ein bisschen sauberer. Und auf der anderen Seite ist noch so ein Reinigungsteil. Habe auch ein Video mit dem gemacht. Wenn ihr wollt, hier oben verlinkt. Aber die ganzen Artikel, die ich euch hier zeige, habe ich sowieso in der Beschreibung verlinkt, also könnt ihr auch einfach da vorbeischauen. So. Hier habe ich normalerweise meine USB-Sticks drin. Hier ist ein 32 GB USB-Stick. Ich habe hier auch noch einen. Den habe ich markiert, damit ich den halt unterscheiden kann, weil das zweimal derselbe ist. Der hier ist für Schule und der ist für Filmmaking-Stuff. Und die habe ich dann meistens einfach hier drin. Hier habe ich immer noch meine SD-Karten. Hier ist mein neuer SanDisk-Adapter. Keine Werbung, aber es steht trotzdem Werbung oben, einfach nur zur Sicherheit, damit ich hier keine rechtlichen Probleme kriege. Aber ich habe alles selber bezahlt und habe nichts geschenkt bekommen oder mache hier auch keine Werbung dafür. Das ist ein MicroSD-Adapter mit irgendwie 100 Mbits die Sekunde oder so. Ist ziemlich gut. Und hier habe ich eigentlich nur noch die kleine Micro-USB-Karte, genau. Micro-SD-Karte. Mit 32 GB. In dem Fach hier habe ich eine Batterie. Die SD-Karte tue ich auch nochmal da wieder rein.
So, in dem Fach hier ist eigentlich nichts Besonderes. Hier sind so kleine Metallteile, einfach nur für Stativ, so Ersatzteile. Und ein bisschen GoPro-Stuff, den ich für meine Actioncam gekauft habe. Die übrigens nicht von GoPro ist. Ja. Dann habe ich hier in dem Fach meine Deadcat für meinen Zoom H1. Sehr gutes Teil, wenn Wind draußen ist, kann man immer gebrauchen. Und sie ist vom Tisch gefallen. Nice. Hier habe ich ein Mikrofasertuch von KNF Concept. Und jetzt muss ich noch ein bisschen suchen hier. Ein Ersatzakku. Noch ein Ersatzakku, der sogar der Original ist. In der Kamera ist gerade ein nicht originaler Ersatzakku drin. Dann haben wir hier noch einen Ersatzakku. Und wo soll das ganze Zeug da rausholen? Wir haben hier so ein Teil von meinem Stativ, das da unten dran kommt. Noch so ein Metallteil mit Blitzschuhadapter. Ein Popschutz. Noch ein Popschutz. Zwei Batterien. Und nochmal zwei Batterien. Das war das Fach. In dem Fach hier sind auch zwei meiner Lieblingsstücke, und zwar mein ND-Filter. Den ich leider viel zu selten benutze. Ich könnte den viel öfter eigentlich benutzen. Und mein Osmo Pocket. Das Video ist mega gut bei euch angekommen. Schon mal danke dafür. 2000 Aufrufe und noch mehr, glaube ich. Da bin ich richtig stolz drauf, weil dieses Teil hat es echt drauf. Ich werde dieses Jahr auch noch ein paar Reisen machen und dann kommt der Osmo Pocket natürlich mit. Hier habe ich Gaffer Tape. Sehr gut. Ein bisschen Farbe dran. Habe irgendwann mal was mit Farbe gemacht, deswegen ist da Farbe dran. Und hier kommt dann meine Kamera nochmal in das Fach. Hier in dem Fach habe ich so ein Teil für meine LED, wo ich dann eigentlich einfach nur so einen Sony-Akku reinpappen kann. Habe aber leider keinen Sony-Akku, deswegen bringt mir das recht wenig. Dann habe ich hier mein Lavalier-Mikrofon von Speedlink. Das macht richtig nice Sound, wenn ich das mit dem Zoom H1 zusammen verwende. Alleine macht es miserablen Sound, weil es einfach 7 Euro oder so gekostet hat. Dann habe ich hier meine Handyhalterung noch mit einer Schnellwechselplatte für mein Stativ dran. Kann ich mit meinem Handy coole Aufnahmen machen. Und meine Rollei Action Cam 530. Video zu der hat auch schon 2000 Aufrufe und das andere hat 2900 Aufrufe. Also das ist das Teil, das den meisten Aufrufe verursacht hat auf meinem Kanal. Und deswegen bin ich euch sehr dankbar dafür. Dann haben wir hier einen kleinen Gorilla-Pod für 11 Euro oder so. Der ist nicht wirklich stabil, aber für einen Zoom H1 oder so reicht's mal. Für ein Handy auch manchmal, aber ja. Dann haben wir hier das Unterwasserteil für meine Action-Cam. Und mein Zoom H1. Mit dem nehme ich meistens den Ton auf. Jetzt ist es gerade nur eine Ausnahme, da ich mit dem Aunamic 9B aufnehme. Mit dem Ding nehme ich meinen ganzen Ton auf. Und last but not least habe ich hier meine LED. Nices LED-Panel. Sehr hell. CN160 von Neua, glaube ich. Und zudem habe ich hier noch ein paar nice Farbfolien. Rot, Blau, Grün, Violett, Orange, alles dabei. Und genauso eine leuchtet mich auch noch hier oben an. So, das war's von meinem ganzen Equipment, das in meinem Kamerarucksack drin ist. Mein Handy benutze ich natürlich auch öfters, aber das ist nicht in meinem Rucksack drin, sondern einfach in der Tasche. Und halt alles, was ich am Anfang gesagt habe, was mich gerade hier filmt und ausleuchtet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.